Moinsen Leute, was geht ab? Eine neue Season ist am Start und auch wenn es dieses Mal ein paar Tage länger gedauert hat als sonst, habe ich euch auch für diese Season die Top 10 Waffen rausgesucht und in diesem Video aufgelistet. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo von dir freuen und nun legen wir direkt mit der Liste los. Auf Platz 10 haben wir das einzige LMG auf dieser Liste, und zwar das UL-736, das seit einer Weile zu meinen Top 10 Waffen gehört. Die UL hat das beste Dreischusspotenzial auf lange Distanzen aller Waffen auf unserer Liste und ist eine echte Alternative zu einigen Sturmgewehren. Der Nachteil hier ist natürlich die geringere Mobilität, da es sich hier eben um ein LMG aka Sturmgewehr handelt und ist somit auf dem 10. Platz. Den 9. Platz sichert sich eine Waffe, die wohl für alle Zeiten zu den benutzerfreundlichsten im gesamten Spiel gehören wird. Die Bison ist unglaublich leicht zu handhaben, keineswegs schwach, verfügt über ein riesiges Magazinpotenzial und kann auch aus der Hüfte sehr präzise eingesetzt werden. Meiner Ansicht nach ist die Bison so etwas wie ein Allrounder unter den Maschinenpistolen und von daher verdient es sich einen Platz in dieser Liste. Auf Platz 8 habe ich eine Waffe, welche in meiner letzten Top 10 Liste nicht enthalten war, und das ist die Fennec. Aber ich habe gesehen, dass wirklich viele Leute aktuell diese Waffe gerne spielen und ich habe mich mit der Fennec nochmal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Die Fennec ist zwar etwas schwerer zu kontrollieren aufgrund des höheren Ruckstoßes, aber im Nahkampf ist diese Waffe einfach kaum zu schlagen und selbst auf mittlere Distanzen, wenn man den Rückstoß noch gut kontrollieren kann, ist sie noch halbwegs gut einsetzbar und somit auf dem 8. Platz in dieser Season. Auf dem 7. Platz haben wir eine wirklich sehr gute Waffe, die auch in meinen letzten Listen bereits vertreten war, und das ist das Sturmgewehr Kilo. Die Kilo ist ein absolut geniales Sturmgewehr mit sehr guter Reichweite, guter Präzision und ist ein richtiger Allrounder. Hier finde ich, dass man den Slot für ein Visier in den meisten Fällen tatsächlich sparen kann, da selbst die normalen Skins normalerweise ein ziemlich gutes Standardvisier bieten, auch wenn die mystische Variante deutlich besser ist. Insgesamt, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Allrounder unter den Sturmgewehren, aber auch generell gesehen ein guter Allrounder unter den Waffen in der aktuellen Season und somit auf dem 7. Platz. Auf Platz 6 haben wir das SMG CX-9. Die CX-9 erweist sich als eine überlegene Alternative zur Fennec und das aus mehreren Gründen. Trotz einer etwas langsameren Schussrate besticht sie durch eine erheblich bessere Genauigkeit und ihre Benutzerfreundlichkeit zeigt sich auch an der leichteren Beherrschbarkeit des Rückstoßes. Im Gesamten betrachtet könnte man sagen, dass die CX-9 eine Art fortschrittlichere Version zur Fennec darstellt, die durch ihre verbesserten Eigenschaften und die insgesamt überlegende Leistung die Fennec meiner Meinung nach schlägt. Auf dem 5. Platz haben wir die SKS. Diese Waffe hatte ich bereits in meinen letzten Top 10 Listen. Da die SKS immer noch eine extrem starke, wenn nicht sogar OP-Waffe ist und bis jetzt noch nicht genervt wurde, habe ich sie dieses Mal wieder mit dabei. Man kann mit dieser Waffe immer noch auf alle Distanzen mit nur einem Kopfschuss killen und diese Waffe ist immer noch bei Championships verboten aufgrund ihrer unnormalen Stärke. Da die SKS aber etwas schwerer zu spielen ist, sieht man sie auch in normalen und Ranked Matches tatsächlich nicht allzu häufig und somit habe ich sie auf den 5. Platz gepackt. Platz 4 wird von dem einst sehr beliebten Sturmgewehr DRH eingenommen. Als ultimatives Hybridsturmgewehr hat es durch die im Laufe der Jahre erhaltenen Buffs in der Streuungsgenauigkeit eine bemerkenswerte Leistung erzielt. Die DRH behauptet sich auch auf etwas größere Distanzen noch ziemlich gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Waffe ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und eben mittlerweile von einigen Spielern auch etwas unterschätzt wird. Diese Waffe ist wirklich immer noch super solide und in den Händen des richtigen Spielers kann sie zu einem kleinen Biest werden. Platz 3 belegt das Grausturmgewehr, das sowohl von Profis als auch von Ranglistenspielern weltweit als die Go-To-Option unter den Sturmgewehren angesehen wird. Mit dem zuletzt releaseden Ranked-Skin und dem mystischen Skin hatte diese Waffe natürlich noch mehr an Popularität gewonnen. Trotz des Nerfs in der letzten Season ist diese Waffe immer noch eine wirklich sehr, sehr gute Wahl, also keine Panik für alle Grau-Fans da draußen, der Nerf ist nicht das Ende der Welt, also weiter ballern. Auf Platz 2 haben wir das beste SMG auf dieser Liste und das ist die Switchblade. Sie bleibt weiterhin an der Spitze als das Nummer 1 SMG für Free-to-Play-Spieler mit einem soliden Standardvisier, großartiger Mobilität und einer sehr guten Nahkampfzeit bis zum Tod. Natürlich haben wir in den Weltmeisterschaften viel mehr Profispieler, die die Fennec benutzt haben, gesehen. Aber was die allgemeine Spielerbasis betrifft, ist die Switchblade definitiv einfacher zu benutzen. Außerdem gibt es viele verschiedene Designs mit guten Visieren, also besteht hier nicht wirklich eine Notwendigkeit, einen Aufsatz dafür zu verschwenden. Wer das beste SMG in der aktuellen Season sucht, kann hier mit der Switchblade also absolut nichts falsch machen.
Und die beste Waffe in der aktuellen Season ist wieder mal das HVK, da es wieder mal keinen Nerf erhalten hat. Und die HVK dominiert eben schon seit einiger Zeit unter den Sturmgewehren. Mit seiner Fähigkeit auch auf weitere Distanzen wirklich gut zu performen und mit nur 2 Schüssen in den Kopf zu töten, ist diese Waffe gepaart mit seiner hohen Feuerrate insgesamt mal wieder die beste Waffe in COD Mobile. Der einzige Nachteil dieser Waffe ist eigentlich das Magazin, welches ein bisschen größer sein könnte. Ansonsten gibt es kaum einen echten Nachteil an dieser Waffe und ich denke, ein kleiner Nerf wäre dann doch irgendwann mal demnächst angebracht, oder? Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über ein kostenloses Abo von dir freuen und sage viel Spaß beim Zocken, hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao.